Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zusammen mit Marco Ferber begrüße ich Sie recht herzlich zu NZZ Standpunkte, zwei Journalisten, ein Gast. Jugendkriminalität, ein Thema, das gerade in diesen Wochen wieder für Diskussionen sorgt. In München stehen drei jugendliche Schläger aus der Schweiz vor Gericht und diese Woche gerade ist die polizeiliche Kriminalstatistik 2009 veröffentlicht worden. Jugendliche, so erfahren wir da, werden hierzulande überproportional straffällig. Das Phänomen macht viele ratlos. Wie erklärt es sich und vor allem, was ist zu tun, kann getan werden. Der Zürcher Kriminologe und Strafrechtsprofessor Martin Kilias hat sich intensiv mit dem Thema Jugendgewalt und Jugendkriminalität beschäftigt. Er ist heute unser Gast. Herzlich willkommen, Herr Kilias, bei NZZ Standpunkte. Herr Kilias, der Laie, der Beobachter, der Außenstehende ist verwirrt. Nimmt die Jugendkriminalität jetzt eigentlich zu oder nimmt sie ab? Also über so das letzte Jahr oder so, da will ich jetzt nicht sagen, dass immer etwas Kaffeesatz lesen, aber langfristig, also das heißt im Zeitraum der letzten zwei Generationen und insbesondere jetzt, was die Gewalt betrifft, im Laufe der letzten 15 bis 20 Jahren gibt es einen klaren Aufwärtstrend. Klarer Aufwärtstrend hinsichtlich der angezeigten Fälle? Nein, also nein. Ist die Vergleichbarkeit wirklich gegeben? Ja, ja. Nein, also das sind für mich immer etwas schwer nachvollziehbare Diskussionen. Ich weiß, die muss man führen, die werden in den Medien geführt. Aber ich würde eigentlich mal vorschlagen, oder, dass man es mal umgekehrt anschaut. Man kann ja mal einfach mal sich überlegen, was hat sich eigentlich geändert seit, also Sie sind viel jünger als ich, aber sagen wir mal, seit ich Jugendlicher war. Oder, wenn man da ausging, tanzen oder so, Hazyland, Mascot und Ähnliches, was es zum Teil noch heute gibt, da war das große Problem, um 23:45 am Bellevue zu stehen. Weil dort fuhr ungefähr das letzte Tram ab. Und wenn man das verpasste, dann war Heimlaufen angesagt. Und das war nicht sehr lustig. Also, wir mussten nach Hause und die Eltern mussten nicht wahnsinnig viel Disziplin aufwenden, um uns dazu zu bringen. Denn es war einfach der Fahrplan des öffentlichen Verkehrs, der das erzwang. Und weiter war wichtig, wenn man dann das letzte Tram verpasst hatte, dann konnte man ja nicht einfach nachher in die nächste Kneipe und weiter feiern. Denn überall sonst haben sie dann zur gleichen Zeit die Stühle auf die Tische gestellt. Und da war Schluss und dicht. Und, das heißt, die verlängerte Ausgangszeit, um es kurz zu machen, ist mit ein Grund? Das ist, ja, also, ja, ja, also ich würde jetzt mal... Ich würde einfach mal schauen, was hat sich alles verändert, oder? Also man geht heute praktisch in den Ausgang, wenn wir ungefähr nach Hause gehen mussten. Dann... sind all mögliche, habe ich kürzlich gelesen in der Zeitung, 600 Lokale in Zürich durch die Nacht hindurch geöffnet. Also das heißt, man findet überall Lokale, wo man weiterfeiern, weiter vom Alkohol konsumieren kann. Und wenn Sie jetzt einfach das in diesen Dimensionen sehen, wenn da Zehntausende von jungen Leuten abends in Städten wie Zürich auf der Straße sind, dann wäre es, würde ich immer sagen, wäre es ein soziologisches Wunder erster Güte, wenn es da nicht zu einer Zunahme von Konfrontation gekommen wäre. Nun gibt es Wunder, oder wenn ich sage nochmal, es gibt Leute, die glauben an Wunder, aber was mich frustriert bei der Diskussion, ob Jugendgewalt zugenommen hat oder nicht, ist, dass kein einziger der Kollegen, die die Gegenthese vertreten, je versucht hätte zu erklären, wie es denn zu diesem Wunder gekommen ist. Denn das wäre schon erklärungsbedürftig, wie eine derart massive Veränderung der Freizeitgewohnheiten nicht mit solchen Begleiterscheinungen einherginge. Ist es denn auch wissenschaftlich belegbar, dass zum Beispiel die zeitliche Dimension eine Rolle spielt? Ja, also eben ganz klar. Sind mehr Gewalttaten in der Nacht zu verzeichnen als tagsüber? Also, das ist eine, würde ich so mal, der bestbelegbare Zusammenhänge. Je mehr man draußen ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Opfer wird. Und das natürlich auch besonders dann in bestimmten städtischen Zonen und so. Also das sind relativ enge. Aber es gibt natürlich auch Daten. Ich habe jetzt das einfach mal umgedreht, oder? Und einfach mal gesagt, schauen wir doch mal einfach an, wie sich die Verhältnisse faktisch geändert haben.
haben. Und dann sage ich, wäre es ein Wunder, wenn sich es in puncto Gewalt nicht geändert hätte. Jetzt gibt es natürlich da eine Reihe von Indikatoren, nicht nur die Statistiken, es gibt auch die Surveys, also die Befragungen, Opferbefragungen. Da sieht man zum Beispiel, dass vor allem das Risiko für junge Leute, vor allem junge Männer, Opfer von Gewalt geworden zu sein, das hat sich massiv erhöht im Laufe einer Generation. Und dann eben auch diese sogenannten Self-Report-Studien. Sie haben ja selber eine solche Studie, einen solchen Survey durchgeführt, ja. Ich glaube in St. Gallen. Also verschiedene sonst natürlich, seit 25 Aber Jahren. Lassen Sie uns kurz über diese in St. Gallen durchgeführte sprechen. Der Vorwurf dort war ja dann von den Kritikern der Aussage, es gibt mehr Jugendgewalt, dass man dort letztlich eigentlich nur die Betroffenheit abgefragt hat und aus dieser Betroffenheit dann eigentlich eine Interpretation gezogen hat. Also konkret ist ja die Frage zu stellen, Tätlichkeit, was empfindet man als Tätlichkeit oder perzipiert man zum Beispiel Gewalt unterschiedlich, wenn man befragt wird, hast du Angst, nachts auf die Straße zu gehen? Ja, also da zwei Sachen. Die St. Galler-Studie war eine Fotoaufnahme, es war kein Film. Wir haben in einem Zeitpunkt einfach die St. Galler-Schüler befragt und aus dieser Studie kann man nicht sagen, ob es zugenommen hat oder nicht. Das ist eine Foto. Hingegen gibt es auch Studien in der Schweiz, wo man quasi den Film angeschaut hat. Und ich komme gleich auf die andere Einwand. Ich wollte nur einfach noch sagen, es gibt da noch andere Indikatoren, die eben auch eine deutliche Zunahme vor allem der schweren Verletzungen belegen. Da sind mal die Medizinstatistiken bei den Notfallkliniken. Und dann auch noch die SUVA-Statistik. Also die haben das letzten Sommer erstmals publiziert, ist auch europaweit eine Pioniertat gewesen, diese Statistik. Und da sieht man, das läuft völlig parallel zur Polizeistatistik. Jetzt bei den Befragungen, das ist klar, Befragungen kann man immer quasi in Frage stellen. Ja, das sind ja letztlich subjektive Urteile. Wobei man hat natürlich diese Studien zum Teil in Methodentests schon erhärtet. Und die Übereinstimmung auch mit anderen Daten, also mit Akten, zum Beispiel der Polizei oder so, ist relativ gut, wenn man solche Methodentests gemacht hat. Ist es denn ein wissenschaftlicher Streit oder ist es eigentlich ein politischer Streit? Also wird die Wissenschaft jetzt hier irgendwo auch hineingezogen in eine politische Kontroverse, weil es natürlich letztlich ja auch um die Frage geht, wenn wir mehr Kriminalität haben unter Jugendlichen, was tut man dagegen? Wenn man euch sagt, es gibt eigentlich gar keine Entwicklung, dann muss man auch nichts tun. Die sagen es, das ist ganz genau der Punkt. Und ich glaube, es gibt einen sehr starken Willen, nichts zu tun und vor allem auch über nichts nachdenken zu müssen. Also dieser Wille ist sehr stark und wenn wir eine Studie veröffentlichen würden, heute Freitag, wo man sagen würde, Jugendkriminalität ist eingebrochen, massiver Rückgang, das wäre in der Sonntagspresse überall auf der ersten Seite. Das kann ich Ihnen garantieren. Und zwar einfach, weil es auch etwas kontrafaktisch ist, etwas dem gesunden Menschenverstand irgendwie widerspricht. Und auch da muss ich Ihnen vielleicht noch sagen, also das ist jetzt mein persönliches Gefühl im Umgang mit Wissenschaft und öffentlicher Meinung. Ich störe mich an einer fatalen Neigung in unserer Hochschulkultur, also europäischen Hochschulkultur. Da ist es immer so, wir da an der Uni, oder wir sind die sieben Gescheiden und wir wissen es. Und die dummen Leute da draußen, die irren sich sowieso und die haben gar keine Ahnung. Also wenn Leute sagen... Das heißt, die dummen Leute, die das Gefühl haben, Kriminalität hat zugenommen, und die Unsicherheit. Und wenn die Leute eben sagen, da draußen sagen, wir haben da ein Problem, oder? Und ich sehe da Veränderungen und so, dann würde ich mal als Wissenschaftler sagen, dann nehme ich das zuerst einmal mindestens ernst. Ja, wem unterstellen Sie denn, dass man überhaupt nicht reden will über diese Fragen? Das haben Sie ja vorhin gesagt, der Wille ist gar nicht da. Ja, also ich meine, zum Beispiel ist mir einfach immer aufgefallen, wobei das ändert sich, das muss man auch sagen, aber jahrelang hat sich, sagen wir mal, die Schulbürokratie, nicht die Lehrer, aber die Schulbürokratie, die hat sich gesträubt gegen so Erkenntnisse, dass sich da mit Jugendgewalt etwas verändert hätte. Denn natürlich, da müsste man etwas tun, dann wäre überlegen angesagt.
keine Institution hat das wahnsinnig gerne. Dann die ganze Problematisierung des Jugendstrafrechts, auf das kommen wir vielleicht noch. Ich meine, das kann man auch ausblenden, wenn man sagt, das ist doch gar kein Problem, es ist alles nur Medien, nur eingebildet oder nur, eben nur die blöden Leute da draußen, die gewisse Medien lesen und das denen einfach glauben. Wenn man das so reduzieren kann, dann muss man sich mit den Problemen nicht ernsthaft auseinandersetzen. Es ist nämlich vielleicht auch die Furcht oder die Skepsis, dass man dann wiederum auf der anderen Seite eben in eine Pauschalisierung verfällt. Also auch wieder konkreter gesprochen, es hat ja früher schon Raufhandel gegeben unter Jugendlichen, sei es in ihrer Jugend, sei es noch früher. Was vielleicht neu ist, das sind nicht wirklich solche Exzesse, wie wir es jetzt in München erlebt haben, wo ja eigentlich das schockierende Moment war, die völlige Motivlosigkeit oder nicht erkennbar ein Motiv vorhanden ist. Und auf der anderen Seite jetzt ja offensichtlich auch in diesen Gerichtsverhandlungen, wenn man diesen Presseberichten Glauben schenken darf, auch ein völlig fehlendes Reuegefühl beziehungsweise irgendwo eine gewisse Dumpfheit. Ich glaube, aber das sind extreme Einzelfälle. Ja, natürlich, aber wie soll ich sagen, die Häufung von Einzelfällen, das bringt eben die Probleme. Mhm. Und da würden Sie auch sagen, auch diese Häufung ist sichtbar. Die ist sichtbar, also das ist ganz klar. Also eben von der, ich würde jetzt also hier vor allem genau, also was ich eben vertrete jetzt aufgrund der Daten, ist eben die Raufereien auf den Pausenplatz, das hat nicht zugenommen. Aber was zugenommen hat, das sind die schweren Verletzungen. Mhm. Und das, denke ich, ist schwer wegzudiskutieren, eben auch angesichts der relativen Konvergenz von derart divergierenden Daten. Mhm. Wenn man jetzt so mal den Fokus richtet auf diese jugendlichen Täter, und wenn wir von Jugendlichen sprechen, dann sprechen wir von Minderjährigen, 18 und darunter mal. Ja. Das sind auch die, die häufig zu reden geben, das waren auch die in München. Gibt es so etwas wie ein Täterprofil, was diese Leute mehrheitlich auszeichnet? Natürlich, jeder Fall ist individuell, aber gibt es doch so etwas wie ein Profil? Ja, nur bedingt, glaube ich. Also man wird gewisse Regelmäßigkeiten feststellen können, also etwa in der psychiatrischen Beurteilung, da bin ich nicht Fachmann, kommen da regelmäßig bestimmte Profile von Defiziten in der familiären Sozialisation und so weiter, die kommen da zum Vorschein. Andererseits glaube ich eben, haben sich eben nicht die Menschen verändert, sondern vor allen Dingen die Strukturen, die Freizeitstrukturen zum Beispiel, die haben sich drastisch verändert. Und das führt dann dazu, dass auch relativ, also in Anführungszeichen relativ normale Leute, die können natürlich dann auch eben irgendwann mal ausrasten. Ich wäre auch, wenn zum Beispiel auch gesagt wird, ja, eben so Taten wie in München, das ist doch schrecklich sinnlos. Ja, das stimmt, aber man muss das natürlich auch mal anders sehen. Im Prinzip ist diese Motivsuche, wieso kommt denn einer dazu, so etwas zu tun, völlig daneben. Im Prinzip ist doch das einfach ganz banal. Das verschafft ein gewaltiges Gefühl der Allmacht, der Überlegenheit. Oder? Da einen anderen zusammenzuschlagen und zu tauchen zu lassen, das führt dazu, dass man sich ganz gross findet. Und das ist überaus attraktiv. Ich glaube, die meisten Verbrechen, das wäre so eine These, die meisten Verbrechen haben im Prinzip ganz in Anführungszeichen normale und vor allem relativ banale Motive. Da muss man gar nicht so wahnsinnig tiefgreifend forschen. Die Frage wäre viel interessanter, wieso viele andere Leute, die meisten anderen Leute ja das nicht tun. Das wäre dann die interessante Frage. Ja. Also da spricht jetzt eher der Psychologe eigentlich, also das Böse im Menschen, die Enthemmung des Menschen, die da sichtbar wird. Sie sagen eigentlich ein bisschen überspitzt, jeder ist eigentlich fähig zu dem. Ja, und es ist eher, ich sage jetzt mal, eine Konstellationsgeschichte, ob es dann auch geschieht oder nicht. Also ich meine, dass es jeder tun würde, das meine ich natürlich nicht. Eben viele Leute haben da Hemmungen, quasi Alarmglocken, die dann. Aber einfach, nicht, Sie haben mich vorhin noch gefragt, eben, ob es denn da einen Willen gäbe, die Probleme nicht wahrzuhaben.
mir ist vorhin bei dieser Diskussion über die Motive in den Sinn gekommen. Das Problem ist natürlich, wenn man sagt, die Probleme sind konstant geblieben, hat sich eigentlich nichts geändert. Und dann weiter feststellt, ja, die Leute, die das machen, eben, die haben so defizitäre Familienstrukturen, schlechte Sozialisation, was weiß ich. Ja, was ist die Folgerung daraus? Die Folgerung daraus ist, solche Probleme mit Gewalt haben keine gesellschaftlichen Ursachen, sondern sind individuelle Probleme von einzelnen Leuten, einzelnen Menschen, bei denen in der Erziehung irgendetwas schiefgelaufen ist. Und dann können wir das Problem individualisieren und delegieren auch an therapeutische Berufe. Und genau so läuft es. Also das ist gerade auch, würde ich sagen, aus der Sicht der Bildungsbürokratien die große Attraktivität der Stabilitätsthese. Denn wenn es ja stabil ist, das heißt nichts mit gesellschaftlichen Veränderungen zu tun hat, dann muss man auch da nichts weiter hinterfragen, dann kann man es zu einem Problem der Jugendlichen reduzieren und dann müssen die halt in Therapien und genau so läuft es ja, oder? Aber es ist ja nicht so, dass die gesellschaftliche Diskussion in diesem Land völlig ausgeklammert wird. Bei diesem Thema schon. Doch, bei diesem Thema glaube ich weitgehend, also zum Beispiel diese Effekte von einer veränderten Freizeit und Kultur, das höre ich jetzt natürlich vielleicht mal, ich habe das immer wieder vertreten, aber das war lange Zeit eigentlich nicht so in den Köpfen, sondern hat in erster Linie bei der Sozialisation, vielleicht noch bei den Migranten und so, hat man da gewisse Probleme festmachen wollen. Ja gut, aber ich meine, es ist ja schon erschütternd. Ich spreche jetzt ein bisschen als Jüngster in der Runde für die Jugend, die vielleicht ja auch noch zuschaut. Mhm. 90% einfach, irgendwie, 90% verhält sich absolut unproblematisch. Ja. Und es ist ja schon erschütternd, wenn ich jetzt höre, es liegt eigentlich daran, dass keine Beizenstunden mehr existieren. Es liegt daran, dass die ZVV, also die Zürcher Verkehrsbetriebe oder andere, ein Nachtfahrangebot anbieten. Es liegt daran, dass man heute eben mit 16 trotz allem bis 2 in der Früh oder keine Ahnung, bis 4 in der Früh in einem Nachtclub sein darf. Das ist ja aus Sicht jetzt einer, sage ich jetzt, eher aufgeklärten Gesellschaft, auch einer etwas moderner verstandenen, ist das ja schon erschütternd, wenn jetzt ein Kriminologe, ein Fachmann sagt, halt, weil das so ist, haben wir mehr Jugendkriminalität und es wäre möglicherweise anders, wenn wir das nicht hätten. Also wenn wir das Angebot zurückdrängen. Also was man für Konsequenzen daraus zieht, oder? Das ist wieder eine politische Diskussion. Und ich, ja, Sie ziehen ja gewisse, also Sie sind ja nicht einfach, Sie sind ja auch Bürger, Sie, ja, ja, Sie natürlich. Haben ja eine politische Haltung. Aber ich meine, das ist ja, das muss man aushandeln. Wollen wir anfalls halt wieder die Polizeistunde einführen oder zum Beispiel Alkoholausschank stoppen um, was weiß ich, 2 Uhr morgens also, oder Mitternacht. Wie das zum Beispiel ja Kur. Genau, es gibt verschiedene Modelle, oder? Also man kann da alles Mögliche andenken. Das ist eine politische Frage, das kann man auch wissenschaftlich nicht begründen. Oder? Wir sind auch nicht dazu da, an den Hochschulen, glaube ich, in der Forschung, um zu sagen, was zu tun ist. Wir sind dazu da, Probleme zu identifizieren, oder? Und da denke ich, dieses veränderte Freizeitverhalten, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie gewisse andere gesellschaftliche Faktoren, wie beispielsweise Herkunft, auch familiäre Verhältnisse oder schulisch randständige Kinder und so. Man findet ja eine Häufung bei jugendlichen Tätern, dass sie aus Familien kommen, sehr oft zerrütteten Familien, armen Familien, sie haben die Schulen nicht bestanden oder sehr schlechten Schulen. Das sind ja gesellschaftliche Probleme, die sich nicht wegdiskutieren lassen. Möchten Sie die einfach ausblenden? Übrigens, die Münchner Täter sind schulisch nicht so übel da gestanden. Aber die Münchner Täter, das muss man sich auch noch so sagen. Sind diesbezüglich aber eher eine Ausnahme von der Regel, oder? Ja, also ich meine, es gibt einen Zusammenhang in dem Sinne, wie Sie ihn andeuten, aber es ist durchaus nicht so exklusiv, dass man sagen könnte, das sind nur Jugendliche mit ganz schweren schulischen Defiziten, die da ausrasten. Oder? Eben, also darf ich vielleicht einfach noch einfügen, die Münchner sind natürlich insofern auch spezieller vielleicht, weil Jan jetzt erwiesen ist, dass sie zum Beispiel nicht schwer betrunken gewesen sind. Also Alkohol hat offensichtlich bei diesen Jugendlichen in München, anders als man es zunächst ja geschrieben hat oder auch kommentiert hat, keine Rolle gespielt. Richtig. Ja. Und das heißt eben auch, dass... Also schauen Sie, ich
denke, was man wirklich gut zeigen kann, wenn Dinge zunehmen oder abnehmen, ist das meistens, weil Gelegenheitsstrukturen sich verändern. Mhm. Also beispielsweise, völlig jetzt unemotional, Einbrüche haben jahrzehntelang stark zugenommen. Warum? Weil die Anzahl Haushalte, wo tagsüber niemand zu Hause ist und wo auch relativ wertvolle Objekte aufbewahrt werden, die hat drastisch zugenommen. Oder? Mhm. Stagniert das und in vielen Ländern geht es auch eher wieder zurück. Unter anderem wahrscheinlich auch deswegen, weil zum Teil die Einbruchssicherungen verbessert wurden, das war in Holland, oder weil zum Teil auch die Diebstahlsobjekte, die man aus dem Haushalt mitnehmen kann, auf dem Schwarzmarkt nicht mehr wahnsinnig viel einbringen. Das sind situative Veränderungen. Und genauso, wenn Sie eben jetzt einfach Zehntausende von Leuten auf die Straße bringen oder in die Lokal bringen, mit Alkohol vollpumpen, dann hat das einfach Wirkungen. Es ist nicht so, dass es nur dann so etwas kommt, da wäre München durchaus das Beispiel, aber es ist auch nicht so, dass das eben einfach irrelevant wäre. Mhm. Ja. Eben der Fluch ist ja, dass es halt trotzdem, Sie haben vorhin gesagt, Sie wehren sich gegen diese Individualisierbarkeit, aber der Fluch ist ja schon, dass eben gerade diese Fälle, wo wir jetzt drüber sprechen, München ja nicht ein Massenphänomen, also ein Phänomen einer Masse oder einer Sie haben es Gelegenheit genannt, gewesen ist, sondern irgendwo eben völlig aus dem Nichts eigentlich. Und durch das natürlich schon sich die Frage stellt, wie kann man es bekämpfen? Also wo setzt man sinnvollerweise dann an? Wenn man sagt, die kann man nicht therapieren, wenn man sagt, letztlich hat das nichts mit Alkohol zu tun, ja, was macht man dann? Ja, also ich denke, was auch noch eine Rolle spielt, ist, dass man natürlich so Sachen, diese Gewaltexzesse, relativ risikolos machen kann. Oder? Vielleicht nicht gerade so krass wie in München, weil dann natürlich ein erheblicher Ermittlungsaufwand losgeht, auch seitens der Polizei. Aber wenn Sie mal so alle die vielen kleineren Schlägereien mit Verletzungen und so, da werden die Täter relativ selten gefasst. Oder? Und das Risiko ist nicht so wahnsinnig groß. Und das ist einfach so ein Happening, oder, dass man sich da so ein bisschen gestattet. Und ich denke, da auch vielleicht mal auch die Erfahrung, ja, selbst wenn die dich erwischen, passiert ja auch nicht so wahnsinnig viel. Auch das wäre dann vielleicht eben noch zu diskutieren. Also diskutieren wir doch das. Ja. Sind Sie denn der Meinung, wir müssten mehr Polizei auf den Straßen haben? An diesen auch neuralgischeren Orten? Wäre das aus Ihrer Sicht eine sinnvolle Maßnahme? Man sagt immer in meiner Zunft, Strafen nützen nichts, es sind nur die Kontrollen, also das Risiko, erwischt zu werden, das, was wirklich abschreckt. Nach dieser Logik müsste man die Polizei einfach aufstocken. Mhm. Das Problem ist nur, diese These, es seien die Kontrollen, die verstärkt werden müssen und dann etwas bewirken würden, diese These stimmt, aber sie stimmt nur, wenn die Dosis sehr stark erhöht wird. Das heißt also, wenn die Kontrollintensität ganz massiv aufgestockt wird. Gibt es denn da internationale Referenzen? Ja, das ist relativ gut belegt. Und eben so kleine Veränderungen, das bewirkt meistens nicht wahnsinnig viel. Und für die Polizei ist das Problem, dass man relativ schwer Schwerpunkte bilden kann. Also Schwerpunkte kann man bilden, sagen wir, irgendeinen Bahnhof sichern. Das ist klar, das ist ein relativ kleiner, begrenzter Raum. Vielleicht auch sinnvoll, weil dort die Leute durch müssen. Oder? Das ist das berühmte Problem der hohlen Gasse, wo jeder durch muss. Das muss gesichert werden, das kann man machen. Aber flächendeckend jetzt einfach Polizei aufstocken, ich denke, das ist keine vernünftige Strategie, weil das vom Budget her einfach gewaltige Folgen hätte. Darum kann man auf die Drohung mit den Strafen kann man nicht verzichten. Könnten Sie uns denn gibt es international ein Vorbild, wo Sie sagen könnten, zum Beispiel, in New York beispielsweise, ist es früher viel schlimmer gewesen, jetzt ist es viel besser und eine Maßnahme, die offensichtlich Wirkung gezeigt hat, ist
mehr Polizei auf der Straße ist. Gibt es solche Fälle? In New York war natürlich das Problem ein bisschen extrem, weil dort in verschiedenen Teilen, sogar auch des U-Bahn-Netzes, die öffentliche Ordnung nicht nur schwach war, sondern einfach inexistent war. Und das war eigentlich eine Art Rückeroberung, wenn man so sagen will, durch die öffentliche Ordnung von Zonen der Stadt, die vorher einfach völlig sich überlassen wurden. Also dort bewirkt natürlich eine neu aufgebaute Polizeipräsenz bewirkt relativ viel. Gegenüber der Dosis Null von vorher ist dann schon eine relativ schwache Dosis eben eine deutliche Erhöhung. Aber ich denke, wir haben schon ein Problem, weil wir eben immer sagen, es sind nur die Kontrollen und nicht die Strafen. Ich würde das ganz klar in Frage stellen. Natürlich müssen die Sanktionen auch relativ deutlich erhöht werden. Also wenn Sie zum Beispiel bei irgendeinem Verbrechen die Strafe von 10 Jahren auf 20 Jahre erhöhen, das hat keine Wirkung, weil das natürlich auch wenn man verurteilt wird und jetzt die Frage ist, muss ich jetzt 10 oder 20 Jahre sitzen, dann ist das natürlich schon interessant. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es ja dann überhaupt 10 Jahre sind oder dann allenfalls noch mehr, die ist so gering von Anfang an. Das ist nicht an sich, was wirkt. Aber ob zum Beispiel überhaupt eine Sanktion greift und ob man einfach davon ausgehen kann, also auch wenn die einen erwischen, passieren wird ja eh nichts oder vielleicht dann irgend so ein Anti-Gewalt-Training oder sowas. Das denke ich, ist schon eine Kapitulation eigentlich des Strafrechts. Ist es effektiv so? Also würden Sie den Begriff, es wird ja viel jetzt mit dem Begriff der Kuscheljustiz operiert, würden Sie das unterschreiben, was das Jugendstrafrecht anbetrifft? Ich habe das Wort kuscheln nicht gerne, oder? Aber an sich muss man einfach sagen, wir haben nicht nur bei den Jugendlichen, wir haben generell im Strafrecht, haben wir im Prinzip für Leute, die nicht eine massive Vorstrafenliste haben, haben wir praktisch in Form des garantiert Bedingten, haben wir so etwas wie einen Nulltarif eingeführt. Also man kann, jeder weiß, oder ich kann eigentlich machen in diesem Land, was ich will, solange ich nicht gerade einen umlege, wo die Strafe dann über 2 oder 3 Jahre herauskommt, ist bedingt einfach einmal garantiert. Das ist wahrscheinlich eine verheerende Botschaft der Rechtsprechung. Und ich denke, da wird man etwas auf die 60er Jahre zurückkommen müssen, auf die Zeit auch, wo das Strafgesetzbuch eingeführt wurde. Aber damals war auch bei relativ kürzeren Strafen der Bedingte nicht ein Menschenrecht, sondern das wurde zum Teil verweigert, weil man sagt, der Typ ist absolut einsichtslos, hat zwar keine Vorstrafen, aber sich unmöglich benommen oder sagen wir, jedes Mitgefühl für das Opfer vermissen lassen und so weiter. Das waren Gründe, um den Bedingten zu verweigern. Jetzt reden Sie aber vom Erwachsenenstrafrecht. Ja, und vom Jugendstrafrecht, von beidem. Das Prinzip, das Motto gewissermaßen des Jugendstrafrechts ist ja eigentlich Erziehung vor Strafe. Und ich würde jetzt sagen, an sich doch ein richtiges Prinzip für junge Leute. Ja, natürlich. Aber die Frage ist, wie wir es umsetzen, oder? Also wir haben ja heute ein dualistisches System. Es gibt eine Strafe, und dann gibt es dazu eine Maßnahme. Ja. Und ich habe überhaupt nichts gegen die Maßnahme. Ich anerkenne also Maßnahmen heißt beispielsweise Einweisung in eine Einrichtung. Ja. Oder? Und ich anerkenne auch, dort sehr viele motivierte Leute sehr gute Arbeit leisten. Dort sehe ich nicht den Handlungsbedarf. Ich sehe das Problem dort, dass wir bei der ersten Phase, wo wir ja mal zunächst eine Strafe geben, dass man dort immer grundsätzlich bedingt gibt. Also für mich war das Fanal da der Fall Muttertal, oder? Nicht ganz 16-Jähriger, 2 Menschen getötet, also verurteilt für 2-fachen Mord, 9 Monate bedingt. Also da muss ich mir schon überlegen, auch wenn jetzt der noch in ein Heim kommt, das war natürlich dort so, wieso da um Gottes Willen bedingt? Aber ist möglicherweise das Heim nicht das Adäquatere mit Blick auf Resozialisierung, Rückkehr in die Gesellschaft? Natürlich, aber das Problem ist ja, was ist, wenn er nicht funktioniert dort, sich dort nicht einfügt,
die Maßnahme praktisch also nicht richtig durchgeführt werden kann. Beim Erwachsenenstrafrecht ist das kein Problem. Ja, dann heißt das, dann wird die Strafe vollzogen. Vielleicht gibt es ja dann am Schluss auch eine Verwahrung, je nachdem, oder? Wenn dort die Voraussetzungen gegeben sind. Beim Jugendlichen ist das Problem schwierig. Wenn die Strafe zunächst mal auf etwas Bedingtes lautet, wenn es überhaupt eine Freiheitsstrafe ist, da kann man nicht nachher sagen, okay, du hast im Heim jetzt x-mal ausgebrochen oder dich so unmündlich benommen, dass die dich dort nicht mehr haben wollen. Und jetzt, naja, jetzt musst du diese 3 Jahre oder so absitzen. Und wenn das eben bedingt, diese, also bis 2,5 Jahre ist es bedingt, wenn man das so bekommen hat, dann ist eigentlich, da muss man warten, bis der auf der Straße halt vielleicht wieder etwas macht. Oder 18 wird und dann, naja, und dann kann man ihm das Erwachsenenstrafrecht anwenden. Lassen Sie uns kurz vielleicht noch hier bleiben, weil wir sprechen jetzt sehr stark auch so, ich denke, und das ist ja die Empfindung, glaube ich, jetzt auch der, einer, sicherlich einer beträchtlichen Zahl der Menschen in diesem Land, dass eben, dass die Delinquenz zu wenig hart bestraft wird. Ich glaube, man kann es wirklich ein bisschen so pauschal auch sagen. Es ist ja auch frappierend, dass Deutschland offensichtlich, München wieder als Beispiel, deutlich härtere Mindestmaße vorsieht für das gleiche Strafmaß, für die gleiche Deliktart wie in der Schweiz. Auf der anderen Seite, und das ist ja jetzt, da wären Sie jetzt wieder gefordert als Kriminologe, es geht ja nicht nur darum zu strafen, sondern es geht ja auch darum vorzubeugen, dass es zu einer erneuten Delinquenz kommt, längerfristig. Und jetzt, Marco Ferber hat das Wort Resozialisierung gebraucht. Man kann ja auch von der Rückfallquote sprechen. Und da sieht ja die Schweizer Lösung so arg schlecht, offensichtlich, wenn ich richtig informiert bin, nicht aus. Also gerade wieder konkret im Vergleich zu Deutschland. Deutschland straft härter, hat aber eine ähnlich hohe höhere Rückfallquote in diesen Fällen als die Schweiz. Jetzt muss man ja einfach fragen, was ist sinnvoller? Wissen Sie, was mit diesen Rückfallraten, das ist so eine Sache. Ich präsidiere seit 1993 einen Ausschuss, ursprünglich des Europarats, European Source Book of Crime and Criminal Justice Statistics, also eine Art Kriminal- und Justizstatistik von 40 Staaten des Europarats. Und da haben wir ursprünglich auch einmal versucht, international Rückfallraten, vergleichende Rückfallraten zusammenzustellen. Das wäre ja fantastisch, oder? Wenn man das haben könnte. Wir haben uns da die Zähne ausgebissen und haben es schließlich fallen lassen, weil das Problem ist, sie können international einfach Rückfallraten nicht vergleichen. Und mich stört einfach diese absolute Selbstgerechtigkeit, um nicht zu sagen Arroganz, die man bei uns hört. Ja, da die Deutschen, die haben 80% Rückfall, wir haben 30%. Meine Herren, so ist das nicht. Das kann ich Ihnen sagen. Diese Unterschiede, die sind absolut illusionär. Das heißt, die Schweiz hat eine ähnlich hohe Rückfallquote wie Deutschland? Also ich würde vermuten, das ändert. Ich sage vermuten, weil das weiß jetzt einfach wirklich niemand. Natürlich können Sie sagen, so und so viele werden wieder verurteilt, aber das Problem ist, wer kommt denn in welche Einrichtung hinein, mit was für Voraussetzungen, wie hoch die Rückfallrate ist. Das war ja unser Problem damals, als wir das versucht haben, Euro-Vergleichen zusammenzustellen für den Europarat. Das Problem ist ja, in den einzelnen Ländern kommen Leute mit ganz verschiedenen Profilen in die Gefängnisse und in die Einrichtungen hinein. Und dort, wo sie sagen wir zum Beispiel viele Leute wie in Amerika einsperren, die kein besonders belastetes Profil haben, haben sie eine tiefe Rückfallrate. Also Amerika hat eine relativ tiefe Rückfallrate. Umgekehrt Länder, die extrem restriktiv die Freiheitsstrafe anwenden, die haben eine viel höhere. Weil sie dort nur ganz besonders schwere Jungs dann einsperren. Also das ist einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, Kaffeesatz lesen. Ich muss einfach sagen, das wissen wir nicht. Aber nach allem, was wir über die Rückfallforschung wissen, würde es mich sehr erstaunen, wenn wir da unheimlich viel mehr Erfolg hätten als andere Länder. Am Montag an der Pressekonferenz in Bern, als die neue Kriminalstatistik vorgestellt wurde, hat der Zürcher Justizdirektor Notter gesagt, unter dem Thema Jugendstrafrecht, Härte und so weiter, Vergleich Deutschland-Schweiz etwa,
ich bekomme sehr häufig Besuch von deutschen Justizministern, oder? Und die erkundigen, die haben Jugendgefängnisse, die übervoll sind, die bekommen das Problem nicht in den Griff und kommen hierher und erkundigen sich, wie macht ihr es in der Schweiz? Offensichtlich macht die Schweiz es besser. Also so schlimm, so schlecht steht unser System vermutlich nicht da. Wäre zumindest auch ein Indiz. Ja, das kann man vielleicht so sehen. Andererseits muss ich Ihnen auch sagen, wir sind natürlich abgesehen von den landschaftlichen Reizen, schon mal deswegen schon ein interessantes Reiseziel für deutsche Delegation, weil wir so ein extremer Sonderfall sind. Ich meine, das Schweizer Jugendstrafrecht ist international ein absoluter Sonderfall, insofern als wir eben die Altersgrenze 18 absolut fix ist. Also ich hatte ja einmal, als ich noch am Bundesgericht war, einen Fall zu beurteilen, der hat am 18. Geburtstag einen Menschen getötet, oder? Und die hatten die Tat eigentlich zunächst ein paar Wochen früher geplant, musste dann verschoben werden. Hätten die das ein paar Wochen früher gemacht, dann hätte der damals, auch damalige Jugendstrafrecht, maximal ein Jahr Freiheitsentzug bekommen, oder? Weil es aber am 18. Geburtstag Erwachsenenstrafrecht. Das gibt Billigkeitsprobleme. Dann ist ein weiteres Problem, eben die anderen Länder haben entweder diese Altersgrenze flexibilisiert, zum Beispiel Holland, oder sie haben wie Deutschland, und Deutschland ist durchaus nicht ein Extremfall, sehr viel längere Freiheitsstrafen für Leute unter 18. Oder? Und wir haben eben extrem milde Sanktionen für Jugendliche und eine absolut fixe Altersgrenze. Und das macht uns sicher zu einem interessanten Reiseziel. Lassen Sie uns doch kurz noch in diesem Thema vielleicht abschließend doch die Frage nach. Wir haben jetzt viel von Strafe, von der Gerichtspraxis gesprochen, auch vom Polizeilichen. Aber eigentlich ist ja der Kern des Übels wahrscheinlich schon das soziale Umfeld des Jugendlichen. Mhm. Also nicht im Sinne von zerrüttete Familienverhältnisse per se als mögliche Ursache, sondern vielmehr die Verantwortung der Eltern, der Schule, letztlich auch des Freundeskreises, solche Dinge zu verhindern, im Sinne von eben auch erzieherisch darauf hinzuarbeiten, man schlägt nicht. Mhm. Oder wenn man schlägt, dann schlägt man nicht so, dass der andere tot umfällt. Mhm. Hat sich denn hier aus Ihrer Sicht die Gesellschaft auch irgendwo auch aus dieser Verantwortung herausgenommen? Tun wir genügend? Bis hin zu Zivilcourage, auch auf der Straße, im öffentlichen Raum aktiv zu werden? Ja, also natürlich denke ich, ist das eben ist da eben Reagieren auf den verschiedensten Ebenen angesagt. Mhm. Wir haben jetzt von den Strafen gesprochen. Gilt natürlich auch für die Schulen. Es gibt durchaus erfolgreiche Programme gegen Gewalt in den Schulen, die aber eigentlich eben nicht so sehr bei den Kindern und beim Therapieren der Kinder, sondern bei den Schulstrukturen ansetzen. Mhm. Ganz einfach gesagt, zum Beispiel schon bei der Überwachung des Pausenplatzes. Mhm. Dann denke ich, haben wir eben überall Kontrollen abgeschafft, oder? Also öffentliche Verkehrsmittel, was heute im öffentlichen Raum alles möglich ist, was früher nicht so leicht möglich war, weil Personal da war, das irgendwie nebenbei auch noch ein bisschen zum Rechen sah. Das sind wichtige Veränderungen. Also viele, viele Dinge kann man heute völlig problemlos tun. Und jetzt, was die Familien betrifft, da möchte ich noch auf etwas zu sprechen kommen, was mich schon ziemlich stark beschäftigt, nämlich man sagt immer so, ja, von Eltern oder Versagen. Das mag natürlich in einzelnen Fällen auch durchaus so sein. Aber es ist für Eltern auch sehr viel schwieriger geworden. Sie können zum Beispiel eben die Freizeit, das Ausgehverhalten, übrigens auch den Medienkonsum, können die Eltern heute praktisch nicht mehr beeinflussen, kaum mehr überwachen, oder? Dann sind wir vor einiger Zeit auf ein Ergebnis gestoßen,
wie gesagt, das mich beschäftigt, nämlich bei uns, das zeigt sich also nicht nur in der Statistik, zeigt sich auch bei den Dunkelfelduntersuchungen, bei diesen Befragungen, da sind die Jugendlichen aus dem Balkanumfeld, aus diesen Migrantenjugendlichen, stark überbelastet mit, vor allem bei den Gewaltdelikten. Und wir haben dank einer Unterstützung des EDA, also der DEZA, haben wir in Bosnien die genau gleiche Studie auch durchführen können. Und naja, was zeigt sich Studie bei den Jugendliche? Ja, Täter. Jugendliche befragt. Nein, also so 13 bis 16-jährige Jugendliche in der Schweiz, in Bosnien und übrigens noch in 30 anderen Ländern auch. Aber Bosnien konnten wir dank dem EDA auch befragen, weil die hätten dort kein Geld gehabt, die Studie durchzuführen. Ja. Das fantastische Resultat ist, in Bosnien gibt es ungefähr gleich viel Gewalt wie unter den Schweizer Kindern hier. Das heißt relativ wenig. Und bei uns, und oder, sind die, haben wir dann ja, bei uns Schweiz sind sie massiv übervertreten, oder? Okay. Also die hier sind, da, die sind deutlich überbelastet. Die dort sind, die sind es nicht. Und man, auch das zeigt auch, wie zum Teil verkehrt so übliche Erklärungen sind. Ja, diese Kinder haben doch den Krieg miterlebt. Die dort hätten wirklich den Krieg miterlebt. Nicht? Was ist der Grund? Ich denke mir, das Problem ist, die Jugendlichen dort, die leben in einer sehr kontrollierten Umwelt. Eben genau ganz anders, als wir das haben. Das sind also vieles ist dort einfach nicht möglich. Und da kommen nun die daher mit ihren Familien. Und deren ihre Eltern, übrigens diese Familien dort, sind häufig weniger zerrüttet als die Schweiz, weniger Scheidungen als unter den Schweizern, muss man auch mal sagen. Aber wenn die Eltern hier sind, oder? Ja, wie sollen die mit dieser World full of opportunities, dieser Welt der unbegrenzten Möglichkeiten, die ihre Kinder hier treffen, wie sollen die damit umgehen? Ich denke, da sind Eltern oft auch überfordert, auch was man Kindern für Freizeitbeschäftigungen empfehlen kann, wie man sie da ein bisschen steuert, oder? Das muss ich mir ehrlich sagen, wenn ich jetzt mal, so nach Asien mich versetzt vorstelle, ich könnte das auch nicht. Wie würde ich meinen Kindern, wenn ich jetzt in Asien wäre, in Indien, sagen, wie man dort die Freizeit zubringt? Heißt das, dieser berühmte Migrationshintergrund, von dem immer die Rede ist, ist gar nicht der kulturelle Hintergrund quasi, die Herkunft ist gar nicht dermaßen entscheidend? Das ist genau die These. Das ist genau der Punkt. Es ist nicht eine Gewaltkultur, die importiert wird, sondern die Kinder, die aus diesem Umfeld kommen, haben es schwieriger mit diesem Umfeld, wo hier so vieles einfach möglich ist, adäquat umgehen zu können. Gibt es aber nicht Kulturen, die doch, wo die Gewalt einen anderen Stellenwert hat, und gewalttätigere Kulturen, und wir assoziieren sie so generell mit dem Balkan beispielsweise. Würden Sie das bestreiten? Nein, nicht völlig. Aber es gibt dort zum Teil so eine Art Macho-Kultur, das gibt es. Aber ich meine, das Faktum bleibt, die Jugendlichen in Bosnien, die delinquieren relativ wenig. Lassen Sie vielleicht doch zum Schluss von diesem Block noch einfach eine Form von Lebenshilfe des Kriminologen. Was tun wir denn jetzt? Also wir haben jetzt viel gehört, warum es so ist, aber was konkret können wir wirklich tun? Also was würden Sie empfehlen? Was würde was bringen? Wenn ich Sie richtig verstehe, Sie würden das Freizeitangebot zumindest überdenken. Ja. Also die Verfügbarkeit. Sie würden Appelle an die Erziehungsberechtigten verstärken, ihre Verantwortung vielleicht ein bisschen restriktiver wieder wahrzunehmen. Ich meine, es gibt ja keinen Grund, einem 14-Jährigen zu sagen, du bist aber um 12 zu Hause. Also würde ich jetzt das, ich bin auch Vater, noch nicht von 14-Jährigen, würde ich mir das zumindest zumuten, das zu fordern. Die Frage ist nämlich, was mache ich, wenn es dann nicht funktioniert. Wenn es nicht funktioniert. Aber eben, es gibt ja Sanktionsmöglichkeiten auch im elterlichen Umfeld. Es gibt Sanktionsmöglichkeiten in der Schule. Also ist das so ein bisschen das Setup, wo Sie sagen würden, das müsste eigentlich geschehen? Die Gesellschaft ist insgesamt zu freigebig, zu großzügig. Also das tönt dann immer sehr unliberal, oder? Ich möchte einfach nur noch ganz kurz
einblenden, weil Sie haben auch mal gesagt, diese Jugendlichen, oder die werden da immer beschuldigt. Ich möchte einfach mal sagen, Hauptopfer dieser Phänomen sind die Jugendlichen. Mhm. Oder? Und wenn man mit Jugendlichen spricht, ich habe viele Auftritte in Gymnasien und anderen Schulen, Berufsschulen und so gehabt, da bekommen sie ganz bittere Bemerkungen, oder wir kommen immer dran. Es ist gefährlich, man hat keinen Plausch mehr auszugehen und solche Dinge. Also man muss auch diese Seite ernst nehmen. Aber ich denke mir, wir müssen anders umgehen mit dem öffentlichen Raum. Das ist ein Punkt. Vielleicht das mit dem Alkohol. Und da möchte ich gleich auch noch sagen, oder mir wirft man eigentlich dann immer vor, dass auch quasi ein konservatives Programm, was ich da entwerfe. Ich möchte mal einfach sagen, wenn Sie Alkoholsperre um 12 Uhr oder um 2 Uhr diskutieren, dann haben Sie es dann sofort mit den anderen politischen Kräften zu tun. Ja? Das Ganze ist eben nicht so sehr und simpel auf eine Links-Rechts-Dimension zu reduzieren. Aber ich würde einfach sagen, ich möchte so sagen, es ist nicht meine Aufgabe zu sagen, was zu tun ist. Aber es gibt die Piste de Reflexion, es gibt Dinge, über die wir nachdenken müssen. Und da geht es dann weiter bis eben dann zum Jugendstrafrecht und so weiter, wie wir mit Leuten umgehen. Also auch schärfer, härter sein in den Strafmaßen. Ja, und auch bei den Schulen und so weiter. Also einfach das ganze Umfeld, dass man das einfach so laufen lässt, das, denke ich, ist eine ganz wesentliche Ursache. Aber man hat ein bisschen den Eindruck, dass in dieser Richtung ja durchaus schon eine Akzentverschiebung stattfindet. Absolut, und ich bin auch überzeugt, dass sich irgendwann wieder etwas ändern wird. Ich möchte nur vielleicht zu Amerika noch ganz kurz sagen, es gibt eine hervorragend interessante Studie in Pittsburgh, wo man festgestellt hat, dass die nur ein paar Jahre jüngeren Kinder aus der gleichen Stadt, gleichem Umfeld, gleiche Stichprobe, etwa halb so viele Delikte machen wie die Eltern. Und wenn man sich überlegt, wieso sind die 5 Jahre Eltern so viel delinquenter als die Jünger, ist die beste Erklärung die, dass damals, als die Eltern ins kritische Alter kamen, so 14, 15, die Kriminalität auf einem Höhepunkt war. Und als die Jüngeren da hineinkamen, war das viel tiefer. Darum, das wäre fast ein Schlusswort, crime produces crime. Also, wenn wir so quasi Probleme in dieser Art einfach laufen lassen, dann verändert das auch die Menschen. Das wäre fast ein Schlusswort, sagen Sie. Das muss es sein, Herr Kilias. Ja, unser Zeit ist abgelaufen. Ich danke und wir danken Ihnen recht herzlich für dieses Gespräch. Ich glaube, es hat einige Bissen der Reflexion zumindest aufgezeigt. Und danke auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Das war NZZ Standpunkte, 2 Journalisten, ein Gast. Wie immer können Sie diese Sendung auch im Internet sehen unter www.nzz.ch. Es wäre schön, Sie wären auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dann, auf Wiedersehen.